Yo! Hey ho, Ladies und verehrte Gentlemen. Was geht? Ich bin's wieder, euer Raffi hier am Start. Und wir haben heute mal wieder eine Adventure-Map nach längerer Zeit. Und merkt euch, ne, es liegt nicht an mir, dass ich keinen Bock habe auf Adventure-Maps, sondern ich krieg halt, also ich will jetzt nicht sagen, ich krieg keine, sondern zwei habe ich jetzt hier wieder. Aber ich krieg halt wenige, dass ich das halt nicht so jeden Tag machen kann. Aber nichtsdestotrotz, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir zocken heute. Warte, jetzt muss ich mal hier kurz wieder auf meinen linken Bildschirm hier alles schauen, dass ich alles vorlesen kann. Ups, das war. Wollte jetzt nicht zeigen. Wir zocken die Map von Dark Crafter Dark. Und zwar ist sie Ruffy's Adventure auf der 1.7.4 und ist Singleplayer, ne? Und ich bin schon draußen gespawnt im Creative-Modus. Fand ich aber nett, dass er hier so einen Diamantpfeil hingemacht hat, dass man hier zum Startraum findet. Ich habe mich jetzt selber einfach mal in Game Mode 2 gesetzt und ich glaube, das dürfte passen. So, betätige mich. Warte, lesen wir das erste Mal hier durch. Aber oh, Darkcrafter 305. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Jump- und Run-Map. Ruffy. Regeln, Spaß haben. Doppelpunkt D. Die Map besteht aus Clay, falls du es noch nicht gemerkt hast, und das Glas dient als Barrikade gegen Abkürzungen. Okay, dann betätigen wir mal. Oh, alle Jumps sind machbar, alles klar. Weißt du was, ich setze mich mal auf Game Mode 0, dann kann ich wenigstens das Feuer wegmachen. Ich weiß gar nicht, ob Clay endlich lang brennt. Wo spawn ich? Okay, ich spawn wieder hier, das ist schon mal nett. Oh, nice. Oh, das ist so, das Glas sind ja Barrikaden, gell? So, noch eine Jump-and-Run-Map. Ich hoffe mal, die nächste Map ist keine. Eigentlich habe ich ja gesagt, glaube ich, nach der letzten, dass ich wieder keine Jump-and-Run-Map machen will, aber es ist halt eine geworden. Ich mache die jetzt doch so in chronologischer Reihenfolge, dass es halt, wenn ich eine krieg, zocke ich die halt dann als nächstes. Habe ich zwar nicht so gesagt, als ich das Video hochgeladen habe, ich weiß, aber ich finde, so ist es am fairsten. Herzlichen Glückwunsch, Tipp. Die Farbe des Clays sagt etwas über den Schwierigkeitsgrad des Levels aus. Richtig detailreich. Jetzt hör mal auf zu brennen hier. Nun kommt ein kleines Labyrinth. Es gibt keine, eine Taktik, Labyrinthe zu durchqueren. Diese Taktik lautet nicht, sich durch Wände zu bauen. Verdammt. Oh Mann. Ich sag's euch, Alter. Heute ist schon wieder so heiß in meinem Zimmer und es liegt ausnahmsweise mal nicht an mir, sondern im scheiß Wetter draußen. Also ist nicht scheiße, aber ist halt extrem heiß und ich war heute auch schon in Rasenmähen hier. Good guy Raffi. Ich sag's euch. Geh ich rechts? Ich geh mal rechts lang. Ich tue gar nichts, okay. Das ist aber nicht gut, wenn du in der Schule bist und gar nichts tust, dann fällt man meistens durch. Würde ich nicht empfehlen. In diesem Labyrinth sind zwei Schalter versteckt, finde diese, um die Pistentür zum Ausgang zu öffnen. Alles klar. I got it. Heute habe ich sogar mal auf Peaceful gestellt. Und ja, ist zwar geil, ich will jetzt hier auch oft Fußball spielen und draußen und so Zeugs und einfach am Chillen, deswegen kommen jetzt auch nicht hier 5 Videos am Tag. Was ich glaube ich sowieso noch nie gemacht habe, vielleicht ein oder zweimal. Deswegen kam halt auch gestern, oder ich weiß gar nicht, wann ich das Video hochlade, aber einmal halt nur Black Ops. Galacticraft kam nicht, weil Shavo wieder keine Zeit hatte. Na, schau mal, da ist ein Schalter. Und ja, also nicht wundern. Ich bin nicht tot, ne, wenn ich nur ein Video hochlade, was sowieso keinen Sinn machen würde. Aber, mei, was kann man machen? Ich will euch ja nicht zuspammen. So, ich habe gar keine Pistentür gehört, das heißt, es war eher weiter weg. Schätze ich mal. Woher weiß ich jetzt, wo der Ausgang ist? Ihr hört einfach mal umher. Hier komme ich nicht zurück, okay. Folgen wir einfach mal immer der linken Wand. Das ist doch mal eine gute Idee, da ich ja von rechts gekommen bin. Gehen wir einfach mal nochmal hier lang. Ja, hier. Ist das was Neues hier? Bin ich im Kreis gelaufen? Ah, oder? Oh, beeil dich. Ah, okay. Ich dachte mir schon, kommt da jetzt irgendwie Lava von oben oder so? Oder warum soll ich mich beeilen? Aber dabei lag das an der Türe. Okay. Also wir müssen praktisch schnell... Oh mein Gott. Können wir es gleich nochmal probieren? Wir können einfach den Button spammen eigentlich so ein bisschen. Ich schätze mal, das ist einfach ein bisschen verzögertes Redstone-Signal. Ah, fuck! Alter, Mann, die Glasteile sind beschissen. Achso, ich muss das wieder drücken, gell? Oh Gott, Mann. Das heißt, man muss es nicht nur... Ach, hallo, scheiß Glas. Das muss es nicht nur schaffen, ne? Man muss auch... Kann ich das überhaupt schaffen? Also das probiere ich jetzt mal kurz. Kann ich den Sprung überhaupt schaffen, ohne mit Sprinten? Ja, okay, kann ich. Das ist gut zu wissen. Ich weiß gar nicht, ob ich... Okay, da muss ich auf jeden Fall sprinten. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe. Aber bei der einen Map, die mir... Ach Gott. Dann muss ich den Sprung auch noch richtig timen, weißt du? Oh Gott, ist das behindert. Vor allem, weil da kein Block davor ist. Die eine Map, die mir mal Rap Freak geschickt hat, wo der erste Sprung so unschaffbar war.
Angeblich müsste man davor zweimal springen, dann kriegt man mehr Momentum, ne? Und dann hätte man den Sprung auch geschafft. Gut, dass ich das jetzt auch weiß. Macht natürlich Sinn, weil ich wusste, dass man durch Springen irgendwie ein bisschen mehr Momentum bekommt. Oh, habt ihr das gesehen? Aber da bin ich jetzt in dem Moment nicht drauf gekommen, also sorry. Nun die letzte, etwas schwerere Challenge. Schalter warst, bitte erst Checkpoints nutzen, wenn du beim Schalter warst, okay? Hallo? Der Fug, was ist das? Also wahrscheinlich Wasser dann, wo er hochschwimmen kann, okay, ich verstehe. Gut, etwas schwerer. Oh mein Gott. Schon mal ein Pfostensprung. Aber ich finde, ich stelle mich nicht so dumm an wie sonst, oder? Was sagt ihr? Sagt ihr auch, gell? Oh Gott. Ich hasse Sprünge, wo man drüber springen kann. Also die Sprünge sind einfach zu einfach für mich, weißt du? Auf sowas komme ich nicht klar. Okay, nice. Oh. Okay, wusste ich doch, dass es Wasser ist. Okay. Zack. Aha, au. Okay, hier. Zack. Oh, nice. Okay. Das ist auch gut. Ah, ich hätte eigentlich den Checkpoint nehmen können, gell? Ich war vielleicht fast schneller. Oh Gott, Wasser-Checkpoints, wie ich sie hasse. Kann man nicht einfach Teleport-Checkpoints machen oder so? Es gibt doch so viele coole neue Commands mit Command-Blocks und Ideen und Zeugs und was weiß ich alles. Und dann so alte Wasser-Checkpoints. Also, die habe ich damals in Revenge of the God schon benutzt. Oh mein Gott. So, okay. Brauchen wir einen einfachen Sprung? Okay, ganz gut. Hier einmal um die Ecke. Auch um die Ecke. Hier einfach rüber. Springen, springen, springen. Hier und springen. Easy peasy, lemon squeezy. Und hier einfach rüber, oder was? Ha! Okay, verdammt. Da muss ich von ein bisschen weiter hinten Anlauf nehmen. Wahrscheinlich sogar von hier. Ah ja, oder? Nein. Okay. Einziger schwere Sprung bis jetzt. Ich muss sagen, bis jetzt war es relativ leicht für eine Jump'n'Run Map. Kann ich mich nicht beklagen. Okay. Wenn ich hier noch ein bisschen Anlauf hole, warte, wenn ich. Der Sprung ist krank. Wie schaffe ich den denn am besten? Kann ich irgendwie. Ich kann aber kein Tempo holen, indem ich nach vorne und nach hinten springe oder so, oder? Oh Gott, und dann noch die langsamen Wasser-Checkpoints. Kann ich einfach einen Button unten hin machen, der dann durch einen Piston freigesetzt wird, mit dem man sich dann wohin teleporten kann? Das wäre halt auch noch so eine Idee. Das ein bisschen schneller wäre. Und mir Zeit ersparen würde. Und Luft. Ich glaube, man schafft sogar einmal nach oben. Ohne rauszugehen. Er hat übrigens gesagt, die Map dauert ungefähr 20 Minuten. Nicht, wenn ich sie spiele. Weil ich Jump'n'Run-Profi bin. Jump'n'Run-Fi bin ich, ne? Jump'n'Profi, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Und ich hoffe übrigens, dass die. Oh mein Gott, dass die nächste Map eine Adventure Map ist. Aber ich glaube schon. Also nicht eine Adventure Map, weil es sind ja alles Adventure Maps, sondern eine Nicht-Parcouring Map, sagen wir mal so. Ha, sind wir auch gleich wieder oben. Wisst ihr was? Ich immer vielleicht gleich in Creative Modus, wenn ich den Sprung jetzt nicht schaffe. Schau ich mal, ob der Sprung. Okay, warte. Da muss ich nicht die ganze Zeit nach oben schwimmen, weil das verbraucht, glaube ich, am meisten Zeit. Mal schauen, ob der Sprung überhaupt, ob ich den irgendwie schaffe. Wahrscheinlich muss ich echt hier ganz hinten stehen und dann lang wie möglich rennen, aber. Ha. Ah, schau mal einen an. Oh Gott, und der letzte Sprung ist dann so ein Behinderter. Schaffe ich den Sprung auch nicht mehr? Ah, okay, ich muss. Ich muss praktisch hier direkt am Rand stehen, hier. Und dann da geradeaus und dann. Okay. Das ist auch behindert. Vor allem ist es halt drei nach vorne und einen nach oben, oder? Ja, genau. Aber auf Eis. Sonst wäre der Sprung eigentlich relativ leicht. Relativ. Komm, das gibt's doch nicht. Ich habe den Sprung noch gerade zweimal hintereinander geschafft. Ach komm, Oide. Ah, nice. So, nein, ich bin nicht geflogen. Ich habe einfach nur Sprung gehalten. Keine Angst. Warte, lass mich wieder in Game Mode 0. So. Mal hier ein bisschen Tempo ins Ganze bringen. Spring in die Mario-Röhre.
Gott. Wie komme ich da überhaupt auf den Kaktus hoch? Wie komme ich auf den ersten Kaktus? Ach so, der ist gewachsen wahrscheinlich, oder? Schätze ich jetzt mal. Oh Gott. Also ich schätze ich jetzt mal. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal gelöst. Aber gut, dann haben wir das auch geschafft. Wie der Kaktus einfach wächst dann. Krasser Scheiß. Oh, übrigens eine Flat Grass Map hier. Und sind wir hier am Ende? Ah, das war sogar schon das Ende. Danke, Raffi, für das Spielen meiner Map. Dies war eine Alpha-Version. Du kannst dich dann schon aufgeben wird. Du kannst dich dann schon auf geben wird, wahrscheinlich auf eine neue Version, die es dann bald geben wird oder sowas freuen. Hoffe, es hat dir und deinen Zuschauern gefallen. Die Vollversion freuen, in der es einige Minispiele und du bist der Beste. Mach weiter so. Vielen Dank. Anscheinend zu viel nix getan für die Schule in Deutsch. Nee, Quatsch. Ich glaube, man versteht ungefähr, was er wollte. Drück mich, okay. Ach, das ist aber nett. Und Game Mode 1? Das muss ich selber machen. Ich glaube, ich kann keine Note machen, wo ich nur einen Block benutze. Ja, das war die Map. 12 Minuten. Ja, angemessene Länge, auch wenn stand bis 20 Minuten. Hat er mich wohl für einen Noob eingeschätzt, ne? Das finde ich jetzt nicht sozial. Nee, Quatsch. War im Großen und Ganzen eine solide Map, muss ich sagen. War jetzt keine Story. Das war eine coole Idee mit dem Clay, dass es so die Schwierigkeit anzeigt. Nicht besonders lang war es jetzt. Vielleicht ein Punktabzug dafür. Checkpoints hätten besser werden, sein können. Letzter Sprung. Ja, war akzeptabel, war jedenfalls machbar. Kann ich jetzt keinen Punkt dafür abziehen. Ansonsten, ja, ein bisschen monoton halt, weil es halt nur Jump'n'Run ist, aber coole Idee mit der Mario-Röhre, mit dem Kaktus. Also Abwechslung war jedenfalls drinnen. Es war jetzt nicht so, dass es immer der gleiche Sprung war oder einfach ein Raum ist, wo man einmal rumspringen muss. Es war schon cool gestaltet auch so. Also wenn ich das als reine Jump'n'Run-Map bewerte, außer dass es ein bisschen kurz war, war es eigentlich recht, ja, wie soll ich sagen, recht entspannend und unterhaltsam. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr da fandet. Aber ich glaube, das ist ein glattes B. Ja. Hört sich gut an. So, einfach ein B. Lassen wir uns nochmal in Game Mode 0. Und damit hätten wir wieder eine Adventure Map geschafft. Also, Jungs und Mädels, wenn ihr auch wollt, dass diese Serie am Leben bleibt, rettet die Let's Adventure Your Map Serie. Alles, was ihr tun müsst, ist eine Map einschicken. Nee, Quatsch. Könnt ihr gerne eine Map schicken? Und die zocke ich dann, ne? Und werde voll ragen und euch psychisch und physisch auseinandernehmen, dass ihr an der Früh nicht mehr aufstehen könnt, ne? Nee, Quatsch. Ich bin nicht so böse. Also, Jungs und Mädels, hoffe, euch hat es gefallen. Dann könnt ihr mal eure Bewertung zur Web in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Ich war's, euer Raffi. Genießt das schöne Wetter. Ich gehe jetzt erstmal ein Eis essen oder so. Also, Soßen. Tschüss. Haut da rein. Und Outro!